Hallo Leute, willkommen zurück zu Top oder Flop. Und ihr seht schon am Titel und jetzt schon, es geht heute um Superman und den Mann aus Stahl. So, ja, das wäre schon gespoilert, das jetzt zu gucken, deswegen gehen wir mal auf Start. Und ja, betrachtet mal diesen mega epic Superman im Startbildschirm und... Nein, oh, das finde ich auch blöd, dass es immer so schnell vorangeht. Ja, guckt euch mal... diese komische Pflaume an. Was ist das für ein komisches Control-System? Hi Clark, your favorites. Kirk reported Jiminy here. Say cheese. Click. Ja, Leute. Das ist ein Spiel, das hat bereits der Angry Video Game Nerd gezeigt in einem Superman-Special. So, ich habe noch ein paar weitere Superman-Games im petto, aber gut. Das erste ist gut. Wie würde er jetzt sagen? You press up to jump. Ohne Arbeiten, ohne Bippern. Einfach nur up to jump. Was macht er hier? Was macht er für einen guten Dad? Und die Musik ist so ätzend. Oh mein Gott. Ja, du drückst nach unten, um durch eine Tür zu gehen. Ja, ich werde sofort beschossen. Ist ganz toll. Oh Gott, die Steuerung ist so ekelhaft widerlich. So, was war das jetzt für ein Flashlight-Effekt? Wie soll ich die Gegner treffen? Ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel irgendwie aufgebaut sein soll. Gut, 2, schön. Übrigens, sehr witzig bei dem Game. Ihr fahrt, um von Ort zu Ort zu kommen. Ihr könnt einfach mal so fliegen. Nein, ihr müsst U-Bahn fahren. Ja, richtig, Leute. Ihr dürft U-Bahn fahren, als Superman, um von Ort zu Ort zu kommen. Was zum Teufel? Wer hatte so eine beschissene Idee? Ich meine, es ist Superman, er kann einfach dahin fliegen. Und Gott, ey, man kann den Gegner auch kein bisschen ausweichen, denn die rennen einem sofort mit, du landest quasi auf dem Typen und hast keine Chance auszuweichen. Was ist das für eine Kacke? Oh Gott. Also ich habe dieses Game im Anlass ja schon relativ schlimm erwartet, aber dass es so schlimm wird, hätte ich nicht gedacht. Gottes Willen. Komische Menschen, mit denen wir sprechen können. Make a note of his password, any card, blablabla. Passwortsthema, nee, das kennen wir schon. Ich finde das so dumm, dass man irgendwie nach... Ja, was ist das alles? Superflight. Ich verstehe mal, wie man das auswählen kann. Oh, das ist so ekelhaft. Du drückst zweimal nach... Ja, man muss übrigens auf den Punkt genau irgendwo landen, ansonsten fliegen wir einfach mal wieder zurück. Was ist das für eine scheiß Idee? So, ich gehe ein Stück weiter, versuch's wieder. Nichts. So, ich gehe noch ein Stück weiter und versuch's da nochmal, wenigstens einmal zu fliegen. Jetzt hier vielleicht. Ach, jetzt plötzlich geht's irgendwie, weil ich so komisch schräg gesprungen bin oder so. Aber was ist das denn für ein Kackspiel? Ich meine, es ist Superman. Und ich meine schon die N64-Version, die ich übrigens Let's Lose The Race 5 Parts machen muss.
Was ist das für ein Spiel? Oh Gottes Willen, was ist das für ein Superman-Spiel? Das ist ja grauenhaft. Oops, you can't ride the subway with no pass. Ja, ohne Ticket kannst du die U-Bahn nicht fahren, Superman. Du bist verkackt, aber Superman, du hast Superkräfte. Du kannst fliegen. Und fährst mit der U-Bahn. Piss Game. Tja, Superman auf dem NES war anscheinend nicht genug. Nein, es musste noch Superman auf dem Gameboy kommen. Genau, Superman für den Gameboy. Das kann ja was werden. Gucken wir uns das mal an. Titus DM. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie von einem Superman für den Gameboy gehört. Auch wenn ich die Nerd-Episoden fast auswendig kenne. Und ja. Da haben wir schon mal einen sehr schönen, sehr schöne irgendwie, keine Ahnung, Zeichnung von Superman. Auf jeden Fall schon mal geiler als beim letzten Game gezeichnet, finde ich. You're a call for help, but the trap, defeat the Shadow Walkers. Stage 1, okay. Habt ihr gerade irgendwie, irgendwo ein Startbildschirm gesehen oder sowas? Ich nicht. So. Aber man muss sagen, die Controls sind schon mal ein bisschen besser als beim letzten Spiel. Nur was halt fehlt, wir haben ja gerade das, okay, ich nehme es zurück. Er macht so einen komischen Moonwalk zwischendurch. Das ist etwas sehr nervtötend. Und was ist das, was uns da Schaden macht? Aus wie fliegende Weihnachtskugeln oder so. Okay, die Projektile kann anscheinend mit den Superkräften zurückschießen oder so. Was der Schlüssel soll, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Was ist das denn für eine komische... Naja. Oh, was für ein episch langer Sterbebildschirm. 15 Continues. Ah ne, 5 Continues. Naja. Muss ich gerade sagen, dass mir das Spiel auch nicht gerade vom Hocker haut. Auch wenn sie ja bei der Steuerung was verbessert haben, ist schlecht. Es ist einfach nur schlecht. Was ist das für ein komischer Move, ey? Gut, es mag sein, dass Superman so einigermaßen gut animiert wurde, aber es gefällt mir wie trotzdem nicht so richtig, das Game. Es ist okay für ein Jump-and-Run-Game von der Grafik her, aber es hat irgendwie so eine klobige Steuerung. Keine Ahnung warum. Das Fliegen ist cool, aber es ist irgendwie... Ah, toll, wenn wir Schlüssel sammeln. Das ist ja ein ganz tolles System. Hab sich ja was ganz toll ausgedacht, Entwickler. Naja. Haut mich jetzt nicht wirklich vom Hocker, muss ich sagen. Dieses Spiel. Respawnen die Feinde? Gut, wenigstens respawnen sie nicht. Ja, toll. Epischer Superman-Flug. Well done, Superman. Oh Gott. Also ich muss sagen, der Burner... ist das Spiel ja auch nicht wirklich, auch wenn es gerade so ein bisschen Abwechslung bietet. Abzug gibt es schon mal für diesen langen, zu langen Sterbebildschirm. Finde ich. Dann gibt es kein Passwortsystem. Ernsthaft. Ich werde getroffen und kann nichts mehr machen. Was ist das denn für eine Kacke? Wer hat sich das denn ausgedacht? Boah, ey, Gottes Willen. Boah, flieg hoch. Ah.
Gottes Willen. Nee, das tue ich mir nicht länger an. So, wir haben einen Superman gefunden für den Game Boy Advance. Und ich bin mal gespannt, ob das besser ist als die ganzen beiden Vorgänger von NES und Game Boy. Ich hoffe es. Atari, okay, das klingt schon mal. Das weckt schon mal ein kleines bisschen Hoffnung. Die Sprache kann man auch auswählen, das ist gut. Superman, der Mann aus Stahl, Start drücken. Countdown to Apocalypse. Ah, sieht schon mal wesentlich besser aus als die anderen Spiele. Guck mal, okay, es gibt Vorstory, alles nice. Kann man es wegklicken. Okay, man muss sich das anhören. Das ist alles so die Vorgeschichte vom Newton Superman. Wie er halt erkannt hat, dass er Superkräfte hat. Schneller als ein Zug. Röntgenblick, Hitzeblick, Quickgranaten, zwei Granaten, erlangte Kräfte und Fähigkeit, die eines Normalsterblichen bei weitem übersteigen. Und wir können das anscheinend gerade nicht wegklicken. Oh ja, wir müssen uns die ganze stolze Geschichte von Superman anhören. Oh ja, das müssen wir anscheinend. Und wir können das gerade nicht wegklicken. Und das ist gerade ein bisschen ärgerlich, denn manchmal klack, 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 da spiele ich nicht mit Spiel, aber nein, wir müssen lesen. So, kommen wir jetzt vielleicht aber weiter mal zum Spiel. Okay. Gut, es ist ein Game of Watchbear. Was hätte man. Ja, so 3D-Grafik. Das sah bei GTA doch ein bisschen besser aus als hier. Ich weiß auch nicht warum. Aber mal schauen, vielleicht wird das Spiel noch richtig cool gleich. Gelaber, Gelaber, Gelaber. Und wir können es nicht wegklicken. Nein, wir müssen uns zu dieser komischen Musik dazu das alles noch schön mit anhören. Wie die beiden da rumlatschen und reden und reden und reden. Leute, es ist ein Let's Flop. Top. Es ist ein Top oder Flop. Ich bin nicht hergekommen zum Lesen, sondern um das Spiel zu testen. Deswegen geht's jetzt vielleicht nochmal los. Wow. Unglaublich geistreiche Ausrede. Ich muss die Wäsche aus der Wäscherei holen. Heute ist Montag, Kent Kent. Gut, habe ich jetzt gar nicht verstanden. Okay, cool. Wir sind Superman und haben erstmal ja voll die Mauer vor uns, also die unsichtbare Mauer. So, was können wir denn machen? Wir haben einen Röntgenblick. Quatsch, einen Hitzeblick. Wir können irgendwie. Sieht automatisch an, oder? Ja, es ist so ein komisches 3D-Dingens. Aber es ist recht okay, finde ich. Auch wenn die Grafik gerade ein bisschen sackt. Und wir können mit den oberen Knöpfen so sprinten, beziehungsweise rennen, wie der echte Superman. Und wir können mit der anderen Taste so springen. Auf jeden Fall schon mal geiler als die anderen beiden Superman-Games. Hey, wir können fliegen, wir können sprinten und wir haben einen Hitzeblick. Geil. Okay. Das war Mr. Muskulös, er wollte uns umhauen. Das fing ich nicht schlecht. So. Ja, Musik.
Muss ich leider sagen, gefällt mir nicht ganz so. Das war bei den anderen Superman-Games auch nicht gerade sehr berauschend. Wir haben vorhin mit Granatwerfern beschossen, mit Pistolen, mit keine Ahnung was. Mit Schlägern bombardiert und was weiß ich noch alles. Vor allem, wie brutal ist das? Er schickt der Hitzeblick voll den Leuten, voll den Gangstern in die Fresse. Ist das etwas, ja, brutal für einen Superman. Aber egal, er ist Superman, er kann sich das erlauben. Und ein komisches Feld und einfach mal gar nichts ist. Nur ein komischer, muskulöser Mann, der uns scheinbar auf die Fresse hauen will. Gut, musikalisch ist es, wie gesagt, nicht gerade der Renner. Grafisch, gebe ich mal so ein Okay. Die Steuerung ist im Grunde ganz gut. Genau wie das Gameplay. Aber naja, wir haben ja noch ein paar Superman-Teile vor uns, deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal, ja, zum nächsten Superman über. Ja, Leute, ihr sitzt schon auch vor dem SNES, macht Superman nicht halt. Mal gucken, wie... What the fuck? Hab ich gerade Blizzard gelesen? Blizzard? Die Erschaffer von WoW? Von World of Warcraft? Death and Return of Superman? Okay, ich muss sagen, das ist gerade Neuwissen für mich. Das wusste ich bisher noch nicht. Dass Blizzard Entertainment, die Macher von WoW, von StarCraft, dass die ein Superman-Game erschaffen haben. Okay, mal gucken, wie das darstellt. Jetzt hohe Ansprüche von Blizzard Entertainment. Da stelle ich jetzt hohe Ansprüche. Das muss einigermaßen gut sein, das Game. Einigermaßen okay. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Auf den ersten Blick. Na? Sieht recht zufrieden aus. Level 1, Search of the Underworlds. Okay, jetzt sind wir gespannt, wie das Spiel so ist. Ich stelle, wie gesagt, hohe Ansprüche. Okay, das sieht schon mal... Schlagen, wo ist denn Schlagen eigentlich? Das ist Hitzeblick. Okay, da oben ist Schlagen. Ich muss aber gerade sagen, dieser Superman sieht schon mal wesentlich geiler aus als hier die anderen beiden Flitzpiepen. Ja, ich muss sagen, das Game lässt sich richtig gut steuern. Besser als bei den anderen. Gut, Hochsprung, wie machen wir den eigentlich? Jetzt gerade mal probieren, ob wir vielleicht irgendwie... Erinnert mich gerade von der Steuerung ein bisschen an, Turtles in Time. Da war es nämlich so ähnlich geile Steuerung. Ja, das ist... Blizzard hat mich in diesem Fall nicht enttäuscht. Weil man sagen muss, WoW ist sowieso kacke. Das gebe ich offen zu. Aber das hier von Blizzard, das ist in Ordnung. Das macht, muss ich gerade beschämenderweise mal sagen, sogar gerade mehr Spaß als WoW zu spielen. Na ja, gut, aber wer WoW mag, das ist seine Sache. Ich finde, es gibt sehr viele bessere Games als World of Warcraft. Aber es ist ein anderes Thema. So, boah, wir sind voll gejumpt und kriegen Energy. Und vor allem, das Game lässt sich wunderbar cremig steuern. Das finde ich geil irgendwie. Das ist gut gemacht.
Vor allem gefällt mir das Aussehen von Superman eigentlich mal was richtig muskulös, nicht so eine, ja, komischen kostümierten Karnevalsclowns wie die letzten Supermans von den anderen beiden Spielen. Nö, der hier sieht schön muskulös aus, schön grafisch gut, die Gegner sind cool. Habe ich gerade nicht viel auszusetzen. Die Musik ist auch recht cool. Die Grafik ist für SNES-Verhältnisse, ja, Bonbon, sag ich mal. Richtig cool. Ja, zusammengefasst. Bam, 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 die Fresse. Bam, 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 die Fresse. Bam, 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 bam. Ja, das ist alles in einem ein cooles Game. So, bis die Live-Leiste leer ist, spiele ich das Game mal noch und dann soll es auch schon zum nächsten Game gehen. Mal gucken, wie lange wir durchhalten. Mit dem wenig Live. Das war jetzt knapp, hätte ich fast ein bisschen. Okay, das war's mit dem bisschen Live. Okay, wir haben noch ein Leben, cool. Kommt hier noch was groß? Nein. Nur nächster Bereich. Gut, ich würde sagen, was macht der Pausebildschirm? Ah, die Musik hört auf. Das gibt nochmal einen weiteren Pluspunkt. Und ich würde sagen, gehen wir zum nächsten Game über. So, wir kommen zum letzten Superman-Ableger heute und hört euch das mal an. Cool, ne? Und zwar sehen wir gleich, was für ein Spiel ist. Speicher, drücken wir mal Start. Es ist ein Game Advance Game. Das zweite heute und letzte Game, das wir heute für den Super NES, Quatsch, das wir heute an Superman Games haben. Sieht schon mal schön aus. Haben wir gleich erstmal mit ein paar bekannte Marken gesehen, ein paar davon. Superman Returns. Ist nur Einsamkeit. Okay, neu, zurück, Training, machen wir mal neu und wir wollen das Spiel uns jetzt mal angucken. Klingt schon mal voll episch von der Musik hier. Ja, und dann Kapitel 1 haben wir mal. Was ist das jetzt? Gut, ich verstehe es jetzt schon nicht, aber egal. Ach ja, richtig, das war so eine Art Puzzle-Game oder so. Ich glaube, das ist ein schwieriges Lösungsrätsel, allerdings musst du nur drei Regeln beherzigen, um es zu lösen. Erstens, jede Reihe darf nur einen Kristall eines Typs enthalten. Zweitens, jede Spalte darf nur einen Kristall eines Typs enthalten. Drittens, jede Gruppe von Zellen darf nur einen Kristall eines Typs enthalten. Vertraue auf deine Superkräfte und löse das Rätsel in möglichst kurzer Zeit. Superkraft wählen, Select, aktivieren, B. Okay, wir versuchen es einfach mal. Das scheint so eine Art Puzzle-Game zu sein. Wie es genau funktioniert, weiß ich jetzt leider gerade auch nicht. Aber wir haben scheinbar erledigt. Gut, okay, es scheinen auch Superman-Puzzle-Games vorhanden zu sein. Und das hier zum Beispiel ist eines davon. Okay, ja, finde ich mal eine schöne Abwechslung. Nicht, dass immer nur so ein Jump-and-Run Superman. Nein, es gibt natürlich auch ein Puzzle-Superman. Ein Superman-Puzzle, richtig. So, das Ganze in möglichst kurzer Zeit lösen. Zeit ist um. Können halt so die ganze Zeit die Puzzle auswählen und müssen dann halt lösen. Ist ja auch nicht schlecht. Also wer es mag, ist es eine coole Idee. Finde ich. Gut umgesetzt. Auch schöne Musik dazu. Es ist auch gute Game Advance Grafik. Ich jetzt die Zeit irgendwie um.
Das ist sowieso nur gerade zum Test. Wir bleiben mal bei Kapitel 1. Uiuiui, da muss aber richtig schnell sein da. Wann ist eigentlich die Zeit um? Ich sehe es gerade gar nicht so genau, wenn die Zeit um ist. Egal. Jedenfalls haben wir ein schönes Puzzle-Game hier. Gehen wir mal zurück und gucken uns das Ganze nochmal an. Kriegen alles schön erklärt. Ja, okay, ist egal. Wir haben jedenfalls einen Training-Mode, können ein Spiel laden. Hier haben wir mehr. Rekorde. Okay, es sind scheinbar nur unsere eigenen Rekorde. So, und das Team von dem Ganzen. Fest in der Einsamkeit. Electronic Arts, muss ich sagen, ist auch eine gute Firma. Macht auch gute Spiele. Und ja, das ist bei dem gerade nicht anders. Es ist cool, muss ich sagen. Es ist eine coole Idee. Und damit endet unser kleines Superman-Special. Wir bleiben jetzt erstmal auf der Heldenlinie. Beim nächsten Mal testen wir die Batman-Games. Und so geht's dann erstmal von Held zu Held weiter. Falls ihr noch Vorschläge habt, könnt ihr sie mir gerne einsenden. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.